Ich bin die Mau von der Mount Everest. Na klar, was denkst du, wer du bist? Du musst hier von der Zugspitze weg. Ach so. Macht ein Team mit Volland LV. Was haben wir hier noch? Budra, wir könnten mal kurz hier Forsberg mit rein. Peacecheck können wir mal mit reinmachen. Jiménez wollten wir auf jeden Fall reinmachen, ne? Wen wollten wir noch reinmachen, Jungs? Götze wäre geil. Wo ist denn der gute Götze? Ich hoffe, den haben wir abgeschlossen, aber ich glaube, wir müssten, ne? Oh, Diego Jota ist geil, der kommt mit rein. Mario Götze, wo bist du? Ah, da bist du. So, wir hätten noch, also Jiménez würde ich fast sagen, der muss mal rein. Lindelöf, Eriksen auf Ehre. Eriksen, genau, haben wir auch noch. Eriksen haben wir noch. Aber bitte mal schwer, das alles zu verbinden, ne? Italien-Team, Budra muss eigentlich auch. Sag mal her, was hätten wir denn da? Budra war drin. Havertz könnte man halt reinmachen. Vinicius wäre eigentlich noch geil. Lorente wäre eigentlich fett. Morgen kommt das zweite Team. Guck mal, die Seite wäre schon mal geil. Das wäre eigentlich schon mal krass. Lindelöf. Stimmt, Lindelöf haben wir auch noch. Cousins Reese. Lindelöf. Lorente Jiménez. Ja, wird aber halt schwer, das zu bauen, Jungs. Wir müssen mal gucken. Die Seiten sind gerade verdreht. Das ist ein bisschen scheiße. Acuña ist noch wild. Ne, weil theoretisch... Ja, den können wir eigentlich vergessen reinzumachen. Theoretisch wäre halt noch geil... Diego Jota. Valverde. Malen für Götze. Vinicius muss safe mal rein. Max und Götze. Ja, es wird halt schwer, ne? Das alles so hinzubauen. Lukaku für Eriksen. Ja, Jungs, wie sollen wir das aber alles hier zusammenkriegen? Also die zwei fühle ich schon mal. Mit zwei Icons linken. Aber Euse war irgendwie auch nicht so geil. R9 in den Sturm. Foden ist Pflichtmänner, vertraut mir. Wird aber halt dann da schwer, ne? Könnten wir 4-5-1 irgendwas linken? Zeig mal her. Thiago mit Thiago Jota, Rivaldo, Forsberg, Lindelöf. Ja, Forsberg. Wir brauchen halt noch einen Abräumer. Auf jeden Fall 4-3-3, die dritte weniger links. Marcelo haben wir nicht mal. Short Tots mit Foden. Das hier wird halt schwer. Was haben wir denn noch so im Verein? Marcelo haben wir nicht, Jungs. Oh, Neymar. 4-3-3 mit MS. Ja, wir gucken erst mal, wen wir überhaupt reinholen sollten. 4-3 ist leichter. Vidal mit Eriksen. Wäre auch stark. Aber das Problem ist, wo spielen wir dann Eriksen, ne? Tellisch LV. War auch schwer. 4-3-3 war besser. Ja, wir gucken erstmal, wen wir überhaupt reinholen wollten. Marcelo haben wir leider nicht mehr, der war aber auch scheiße. Lodi bringt uns nichts. Carlos Moments, wer halt hier, wird halt wieder passen. Oblak ins Tor. Den könnten wir halt safe da reinstellen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Lorente raus, Piszczek rein auf Ehre. Aber es wird halt alles schwer, das zu verbinden, Jungs. Es wird halt sau schwer, das zu verbinden. Acuña sieht auch gut aus. Acuña, da bist du. Der sieht halt ganz wild aus, ne? Aber ich glaube, 4-3-3 war wirklich leichter. Wir gehen nochmal zurück. Weil da könnten wir hier Acuña. Da müsste halt Diego Jota mal raus. Götze muss. Wen könnten wir denn da oben dann noch spielen? Da vorne bräuchte ich mal eigentlich eine brasilianische Icon. Was hätte man hier? Könnten wir halt Messi, aber Messi, Jungs. Oder wir spielen hier mal Di Maria. Di Maria. Hier könnten wir eigentlich... Sag mal her. Di Maria plus Neymar, ja, das habe ich mir auch gerade überlegt. Bruno Fernandes noch in die Mitte. Das ging halt noch, aber dann wird es halt hier schwer, ne? Dann wird es halt hier schwer. Mit Foden. Ich würde mal Puskas in den Sturm stellen. Alter, Puskas war halt auch krass. Wow, das ist genau das gleiche Team, was Ploski gebaut hat. Ey, keine Ahnung, was er gebaut hat. Ja, hier ging halt noch Shaw, ne? Foden, grüner Link mit Walker, Flashback. Wie ist denn hier Shaw? Haben wir doch. Verschrieben. Shaw rein. Luke Shaw, den hatten wir doch eigentlich. Ja, da bist du doch. Sieht auch geil aus, aber da fehlt es dann halt, ne? Was könnte man da noch Geiles machen? Gomez von Sevilla, Special Card. Ja, die sind durch. Hier ist halt das Problem dann. Uns fehlt ja auch noch... Gut, Vinicius könnte mal als Stürmer spielen. Theoretisch fehlt uns noch ein Stürmer.
Last One Moments ZM. 4-3-3 die dritte. Gucken wir mal. Ist auch gut. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Ja, hier fehlt's halt dann, ne? Nochmal Gomez rein. Ich guck mal kurz nach Gomez. Alejandro Gomez. ZM finde ich ja nicht. Ich stell mal Last One Moments rein. What if? Ja, aber irgendwie Fred noch ins ZM. Was haben wir noch so? Pirlo mal spielen? Sag mal her, was haben wir noch im Verein, was man spielen könnte? Was eigentlich auch noch eine geile Karte ist. Verratti für Neymar. Ja, Verratti sieht eigentlich auch gut aus. Verratti könnten wir halt auch mal reinstellen. Nimmt einen Cruyff mit. Hatten wir jetzt erst zu oft, ne? Ich guck mal kurz hier durch, was wir haben. Alisson, Makelele, Oscar, 2 EV-Team und spielbar. Verratti ist krank. Habe ich auch schon öfters gelesen. Oder wir schmeißen halt Lindelöf raus. Ging halt auch noch. Lindelöf rauswerfen. Ja, aber dann wird's, geht zwar für Foden, aber dann wird's halt für ihn hier schwer, ne? Fühle ich aber eigentlich auch. Nur dann wird's da kritisch. Dann müssten wir wieder... Was ist denn kurz mit... Wir gucken mal kurz... Moise Kean vorne rein. Wir gucken mal kurz nach R9 in Sturm. R9 für Nene. Pelé für Nene. Warte mal, wir gucken mal kurz nach Verratti. Verratti. Wird aber auch schwer, Jungs. Das Verratti sieht halt richtig gut aus. 10er Chemie überbewertet. Gabriel Jesus. Also finde ich schon gar nicht schlecht eigentlich. Havertz packt's nicht, mal raus hier. Ich kann heute nicht mehr denken, sag ich dir wie es ist. Ich bin mit allem zufrieden, was serviert wird. Was könnten wir da machen? Florenzi, Verratti. Gaucho wäre halt geil. Sag mal her, Gaucho. Dann hängt der hier halt in der Luft. Wir bräuchten noch einen... Ne, Acuna wäre bei uns defensiv. Lindelöf rein. Ja, langt ja auch für Lindelöf nicht. Macht doch 4-5-1. Geht auch nicht. Geht ja auch nicht wegen ihm hier. Doch, mach Neymar rüber. Achso, ich kann so machen, ne? Der wäre durch. Dann bräuchten wir halt hier noch irgendwas. Icon ins Tor. So, hey, nee, machen wir Neymar raus. So ging. Und jetzt Neymar, Acuna tauschen. Spielt der halt da vorne? Ging. Ja, geht, der spielt doch voll. Nee, der vorne spielt nicht voll. Ah, der vorne spielt nicht voll. Ja, da bräuchte ich für Acuna vorne was anderes. Florenzi ST. Ja, scheiß mal auf Acuna, stopp. Verratti, fertig. So passt. So passt's doch. Abfahrt. Dann haben wir defensiv die zwei. Da sagen sie zwar, wäre Schmutz, aber egal. Da könnte man noch was anderes hinstellen, Männers. Ja, jetzt mag ich's auch wieder. Butra Moments. Ne, aber so passt's doch. Den defensiv. Obwohl der defensiv. Ja, geht aber klar. Foden Low Cam. Nö, ist da. Dann haben wir den Kollege. Kann Foden defensiv, Manners? Vergleich mal Florenzi mit Verratti. Boah, sieht auch wild aus. Das ist sogar besser. Eher nicht. Ja, der ist schon gut für defensiv. Der hat mittelhoch. Oder wir müssten halt irgendwie beide reinkriegen, ne? Florenzi und Verratti wäre halt krass. Aber dann hängt halt der hier hinne. Die zwei defensiv wäre halt krank. Foden kann alles. Hätten wir halt das Problem dann da. War SPC. Ah, war SPC, können wir eh nicht spielen. Okay. Haben wir eh nicht gemacht. Florenzi ist schon abgelaufen, ja, haben wir nicht gemacht. Nee, müssen wir so machen, Jungs. So, passt, Abfahrt rein. Was kostet denn der da draus? No Foden, no Party. Testen. Der macht es schon. Aber das ist korrekt, was er sagt. Klar, dann drücken wir uns ja die Eisenluft von draus rein, ne? Haben wir das da, okay. Dann müssen wir ihn hier noch umformen. Engine ist, glaube ich, bei dem auch schon gut. Was geben wir an Vinicius, Jungs? Der sieht halt auch gut aus, ne? Shadows brauchen wir ein paar wahrscheinlich.